solchen Metzgern der menschenfabrizierten Hölle den Gar ein für alle Mal ausmachen möchte. I'm like his head of anybody else, who even dares calling themselves composers when compared with me. So far ahead, in fact, that I could be taking them on from behind. Denn sie wissen nicht, wie oft ich sie bewundert habe, wieder einmal. This is my work in words and music I named Three Dimensional Fourth Dimension, Chapter 36. Here am I, Deian Louis Francis Albert Victor Nicholas George Mountbatten. I'm the composer and writer and performer on the vocals and all music instruments. My date of birth is 19th November 1965. My main's AE77329142. My United Kingdom National Insurance number is OX03449D. Ich bin ein weißer Mann mit blauen Augen und blondem Haar. Und hat bereits als ganz kleine Boots am Schoß und vor allem im Gesicht und auf den Schultern, die mit zunehmendem Alter etwas abschwächen. Barfuß bin ich 181 cm groß. Ich wiege zurzeit ca. 74 kg. Ein dicker Kerl war ich noch nie, eher fast dünn, aber schnell und agil, beweglich, körperlich wie geistig. In meinem Körper ruht meine wahrhaftig friedliche und hassfreie Menschenseele, die Seele Gottes. Von meinen eigenen Musikwerken hätte ich eigentlich mein ganzes Leben lang leben können. Und das sehr gut. Wurde und werde nach wie vor von der internationalen Musik- und Filmindustrie und von all den weltberühmten, mit allen Wassern gewaschenen Entertainment ohne jegliches Schamgefühl auf gemeinste Art und Weise ausgeraubt und beschissen. Von denen sich illegal über mir an der Macht klammernden Politikern und den Erbgutverunreinigten, die mit den schwulen Kindern Scherben kaum zu schweigen, dass, trotzdem ich für meine von Gott gegebene Macht des originalen Schaffens stets frei in meinem Denken und Erschaffen bewahre. Meine abertausend Werke sind dabei vollständig erhalten, auch in tausend von allerlei Fremdarrangements und Fremdaufnahmen der bereits erwähnten Entertainment-Industrie. Von mir haben die alles eiskalt gestohlen. Zumeist wurde ich auch nur am Rande zu erwähnen. Die große Schärfe Gottes versuche ich mit immer im Grunde und im Detail ehrlicher Lebensbegebenheit, die eines ehrlichen guten Mannes mit echter Menschenseele Gottes, der ich nur begrenzte Zeit von ungefähr 100 Jahren auf diesem wunderbaren Planeten Erde verweilen darf, auszugleichen und anzureichen. Und ich pflege ein streng superlatives und polyphone und poetische Dichte und maximalste Harmonie und Stimmigkeit geprägtes Schaffen. Dabei sind meine Tagebücher wahre Wirklichkeitspoesie und verbinden meinen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit für alle Anwälter und Säuger, die den Menschen als Nahrung und durch das Wort Gottes verboten wurden, mit meiner von Gott gegebenen Begabung einzigartige musikalischen Kreierens und meinen starken poetischen Sinn feinster Einfühlsamkeit, mit meiner Unbestechlichkeit eines in Anschein pseudozivilisierten europäischen Fremde lebenden Europäers, aber Fremde. Und meine Tagebücher als auch meine Werke verbinden mit meinen Kompositionen auch meine wirklichkeitsgetreue Verstandsschrift, meine Klarheit der Bezeugung aller Ebenen der Wirklichkeit, meine Treffsicherheit meines unübertroffenen Einschätzungsvermögens und den Wohlklang in meiner musikalischen und dichterischen, einzigartigen, kreativen Gestaltung, mit meiner inneren, unverfälschten Selbstkenntnis, meiner eigenen Wahrhaftigkeit, meiner seelischen und gedanklichen Freiheit und meiner Selbstdisziplin in meiner persönlichen Charakterisierung, meiner eigenen Haltung, in meinem Verhältnis zu meiner Innenwelt als auch zu meiner Außenwelt, in meinem Verhältnis zu meinem über alles geliebten Heimatplaneten Erde, als auch zum Mond, zur Sonne, zu den Planeten meines unmittelbaren Sonnensystems, zu meiner nächsten Galaxie und zum gesamten Universum. Out of my diary on 31st May 2017, 1:43 AM, broken rough being shot into my head, brutally with rays from afar. I continued composing and writing my work, the three-dimensional fourth dimension, chapter 36, until I fell asleep again. 5:07 AM, woken rough repeatedly, as I dreamt of Olivia Newton-John and Charles Theron, and even again of Barry Craven. Denn der Traum ist der Hüter des gesunden Verstandes und gesunden Geistes. Morgenstund hat Golden One. I got up, feeling my angel spirits with two black octa plates filled with still fresh bread outside my backyard. When Saturnus, the bottomless evil UK police, screamed like totally obsessed Satan's drag through their active
die Masks zu raise. Jedes Town, that one. Ich bete für die baldige Erlösung jeder britischen Menschen aus. Die Erlösung von ihrer Boshaftigkeit. Then I carried on working hard on almost completing my process of composing and writing of this work of mine by 9:11 a.m. I've learned on the internet over a week before that some oriental freedom fighter had blown himself up at a pop concert in Manchester in the night of the 22nd of May 2017. Nein, mit zerstörerischen Menschen habe ich nichts zu tun, Xander. At 9:24 a.m. my neighbor Carl Schneider from the opposite side of the street knocked at my door. I let her come inside and asked her if she could hold one of my kitchen chairs for me to stand on while I retrieve three of my empty bird feeding plates from the top of my backyard shelf. Then the boat went over to her house 24, me taking a few of my old diaries and my laptop with me to use her talk internet Wi-Fi and get online. At 11:04 a.m. I paid my council tax rest of £54 for June 2017, and I sent emails from my main email address, dm.mountbatten@outlook.com, to several recipients to inform them that from Wednesday, the 31st of May 2017, orange.co.uk, I didn't see all my email addresses I had of them for circa a decade, which had come with two Paco mobile phone numbers I once bought, plus 44781238446181 in 2008, and plus 44758020736 in 2010. Now all deleted. Online I learned very sad news that Olivia Newton-John was diagnosed with breast cancer for the second time in her life since 1992. But I sent a woman of my dreams I loved with all my heart and soul since at least when I was a 14-year-old teenage boy, Olivia Newton-John, from my Facebook account to hers, my very best wishes in love as my comment under her Facebook Heops message. Then I spent the rest of the afternoon composing new serious music. Also, in the back of my mind, during a walk along Camberwell Street with Carol Schneider from 1521 hours, in the return to my place 27 Dale Street at 1647 hours, to fetch spinach and watercress salad on my went back on I'm
from 1939. I also listened to my summer 1983 composition and production, Deian, correctly pronounced in certain Croat, Deian. But I seldom pronounce the name in English, Deian. While thinking to myself, no old people of class and good, peaceful character like mine have gone out of my life. And why? Out of my diary on 13 June 2017. Meine 93-jährige Halbschwester väterlicherseits, Patricia Najma, ist gestorben. My love inside carries me on through life, feeling numb and injured like a dolphin boy who escaped a fishing net.
Civilized human societies who allow that seagulls are being hunted. We are clear.
This is my life in words and music. I'm in three-dimensional, fourth dimension, chapter 36. Here am I, Deian Lewis-Francis, Albert Hedgehog-Nicholas George Mountbatten. I'm the composer and writer and performer of wonderful drums and old music instruments. My date of birth is 19th November 1965. My mail is AM7732914422. My United Kingdom National Insurance number is PX. Thank you.
13. June 2017. Meine 93-jährige Halbschwester väterlicherseits, Patricia Najma, ist gestorben.